Hallo, liebe Chemieinteressierte. Hier ist wieder André mit einem Video über Aromatizitätskriterien. Welche Voraussetzungen solltet ihr erfüllen? Zum Ersten solltet ihr gut darüber informiert sein, was Benzol ist. Als Zweites solltet ihr gut wissen, was die Hückel-Regel ist. Und drittens solltet ihr bereits einige Aromaten außer dem Benzol kennen. Zu jedem dieser Themen gibt es bereits jeweils ein Video. Solltet ihr Probleme haben oder unsicher sein, schaut euch bitte diese Videos vorher an. Nun wollen wir uns einmal einige Verbindungen anschauen, von denen wir abschätzen wollen, ob es sich um Aromaten handelt. Als erstes hätten wir den Vierring Cyclobutadien. Es folgt Benzol, dann ein Ion, das einen Dreiring bildet. Darauf folgt die einfach durch Doppelbindung dargestellte Verbindung Ethen, dann Hexatrien und als letztes eine relativ komplexe konjugierte Verbindung, die den Namen Pyren trägt. Welchen Bedingungen sollte ein Aromat genügen? Zunächst einmal sollte er Doppelbindungen enthalten. Von diesen Doppelbindungen müssen mehrere im Molekül enthalten sein. Da gibt es drei Fälle. Die Doppelbindungen könnten weit entfernt sein, sie könnten aufeinander folgen oder sie könnten abwechseln. Uns interessiert nur der dritte Fall, die sogenannten konjugierten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.